Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind mal Basti Motion News. Habe ich mir mal so einfallen lassen. Ich wollte mal ein bisschen was erzählen, was so los ist und ein bisschen was für Kunden von mir und allgemein für die Motion for Sim Steuerung, was sicherlich sehr interessant ist. Möchte ich ein bisschen was in Umlauf bringen. Und ja, was habe ich so gemacht? Was mache ich jetzt die nächsten Tage? Fangen wir mal damit an, dass ich mein Rig noch ein bisschen verbessert habe. Ich habe diese Versteifungsstreben, da habe ich ein bisschen Leder draufgezogen. Das blende ich jetzt mal ein. Und dann habe ich mir noch einen schönen Tritt gebaut zum besseren Einsteigen. Sehr viel Zeit mit meinen Sims zu verbringen hatte ich leider nicht, aber dafür hatte ich andere spannende Tage in letzter Zeit. Und das war zum Beispiel, dass ich mich mit den VR-Podcast-Jungs und noch ein paar anderen Jungs getroffen habe und wir haben ein Wochenende zusammen verbracht und waren in einer VR-Arcade. Aber da berichten die anderen darüber und deswegen werde ich, wenn so wieder was passiert, veröffentlicht wird, werde ich da euch einen Link zukommen lassen über YouTube, dass ihr da mal reinschauen könnt. Das ist sicherlich auch ganz interessant. Jo, und dann hatte ich auch noch Leute hier, die den Seed auf Herz und Nieren getestet haben. Dazu müsste ich auch ein Video haben, das könnte ich jetzt auch mal einblenden. Gut, Gunnar, erzähl mal, wie hat es denn dir gefallen? Ja, im Großen und Ganzen natürlich beeindruckend, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenn du so fährst, allein schon das Starten, wenn die Gurte angezogen werden, du richtig in den Sitz reingedrückt wirst. Und dann auch die G-Kräfte, die irgendwo gefühlt simuliert werden, die du ja merkst, bei Beschleunigung, wenn du nach hinten drückt, alles. Ist schon, ja, schwierig zu beschreiben, eigentlich, was das an Technik hier ist. Wahnsinn. Es ist viel auf einmal auch, ja, so vom Eindruck her, Ja. aber kann da ganz schlecht jetzt mal Also, schnell eine du Meinung spürst ja sagen eigentlich so. alles, du spürst ja alles. Du hast ja rein gehört, du gibst Gas, du merkst, wie es sich da hinten drückt, du fährst über den Curve oder wenn du halt doch von der Bahn fliegst, die ganze Vibration, der ganze Stuhl, der wackelt, du weißt nicht, lässt du los, weil du Angst hast, du knallst jetzt Du dagegen. hast wirklich schon Angst, einen Unfall zu bauen, ja? Genau. Du hast richtig den Respekt. Ich habe auch schon gemerkt, dass du wirklich dich für den Gas zurückgehalten Ja, hast, weil du schon ja. merkst, oh, bloß keinen Crash machen. Ja? Das ist Und steht ja. jetzt auf, zum Beispiel jetzt zu dem neuen Stuhl, fährt der auf, dass du die Gurtenkräfte viel besser fühlst? Ja, also, Ja? wie gesagt, ich habe ja noch den Vergleich, oder was war es denn, ja, vom, glaube ich, 1. oder 2. Mein Stuhl war aller es. 8., 6., 11. Stuhl, ja. Genau, da ich ja den Vergleich, aber das ist ja hier nochmal tausendfach Ja. verbessert, optimiert. Ist schon ein Unterschied, ja. Er hat sich schon viel Definitiv, geändert. ja. Ja. Und ehrliche Meinung, würde mich wirklich mal interessieren, ja. Also Alles wenn du gut. jetzt bremst, findest du das, dieses für den Gurt, findest du das gewinnbringend? Oder sagst du, es ist okay? Also würdest du sagen, das brauche ich unbedingt in so einen Stuhl? Oder sagst du, das muss nicht sein, das ist eher so ein nettes Gimmick? Also das ist Also wirklich die ehrliche Meinung. Nicht jetzt hier nicht schönreden, bitte. ich habe mich dahingehend sicher gefühlt. Von daher, ich habe ja reingebremst. Und wenn ich habe jetzt auch nicht so stark gebremst, aber wenn ich gebremst habe, es war nie so das Gefühl, dass ich so extrem nach hinten gezogen wurde. Das hatte ich nicht. Also von daher sage ich mal, es war angenehm. Einstellbar übrigens, ja. Kann ich einstellen. Ja. Das habe ich einfach auf Also, meinen Geschmack jetzt okay. eingestellt. Nee, das muss ich Ja. sagen, war angenehm. Also von daher würde ich sagen, brauche ich. Kann jetzt da natürlich keine Situation führen. Ersten Stuhl hatten wir es, glaube ich, nicht. Von daher. Nee, war das nicht mit drin. Ja, Jo, nee, Gunnar, ich danke dir. das Jetzt war gut. darfst du gleich nochmal in GT3 fahren und dann Sehr gerne. Vielleicht gucken sieht es wir. dann anders Danke aus dir. mit den Bremsen. Des Weiteren wartet ein Kunde schon heiß wie Frittenfett auf seinen Motion Seat. Das wird auch demnächst ausgeliefert. Da freue ich mich auch schon megamäßig drauf. Und zu guter Letzt nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich erwähnen muss an alle Motion for Sim Kunden. Ja? Und zwar gibt es jetzt die neue Version ab 3.30, jetzt aktuell sogar schon bei 3.32, die ein komplett neues Verhalten an den Tag legt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Smoothness ist nicht mehr zu vergleichen zu früher. Also wer das jetzt nicht verfolgt hat in der letzten Zeit, den kann ich es wirklich nur ans Herz legen, auf die neue Firmware zu flashen, denn es ist Tag und Nacht der Unterschied, ja? Muss ich so sagen, wie es ist. Egal, ob ihr Position Mode oder Direct Mode nutzt, ist egal, das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Und alle Kunden, die bereits bei mir einen Motion Seat gekauft haben, meldet euch gerne bei mir. Ich helfe euch beim Firmware-Flashen und beim korrekten Einrichten eures Motion Seats, dass ihr auf die neueste Firmware kommt und keine Probleme haben werdet. Die Kunden, die natürlich jetzt noch von mir die Auslieferung bekommen, die haben natürlich schon die neueste Firmware drauf, da ist alles schon fertig. Ja, und die Leute, die einfach nur die Motion for Sim-Steuerung nutzen, macht das. Macht einen Firmware-Flash. Es lohnt sich wirklich. So, und das war's auch schon wieder von mir. Wenn es wieder was Spannendes gibt, werde ich euch auf jeden Fall wieder mal mitnehmen. Das wird bestimmt demnächst passieren. Okay, Leute, dann wünsche ich euch Happy Simming.
Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.